Herzlich willkommen zum Clothing Store Simulator. Ich glaube, das Spiel ist relativ ähnlich zu unserem heißgeliebten Supermarkt-Simulator. Deswegen gucken wir mal rein, weil was mich besonders reizt, ist die Möglichkeit, sich hier eigene T-Shirts zu kreieren. Und deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Wir machen ein neues Spiel, ich habe es noch nie gezockt. Aber ich habe ja Erfahrung gesammelt jetzt. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich sehr gut vorbereitet. Willkommen. Sie machen den ersten Schritt auf Ihrer Reise vom kleinen Laden zum wichtigsten Modezentrum der Stadt. Kaufen Sie ein paar Produkte, füllen Sie die Gänge und beginnen Sie mit dem Verkauf. Ihre Verkaufspreise müssen ausgewogen sein. Kümmern Sie sich um Ihre Kunden, steigern Sie den Umsatz, verbessern Sie Ihr Geschäft. Gehen Sie nicht bankrott, arbeiten Sie hart und haben Sie viel Spaß. Oh, okay, da geht's los. Was? Wie jetzt Lernprogramm? Clothing Store Simulator. Closed. Ich will erstmal hier, will ich das umbenennen. So, wo, in welcher Gegend befinden wir uns denn? Wo ist denn der Supermarkt? Wäre das nicht super lustig, wenn nebenan ein Supermarkt wäre? Oh, die Gegend ist ein bisschen schäbig. Ich sehe hier leider Insolvenzen, oder? Storage available in full version. Ach so, okay, das ist tatsächlich dann das Lager, was zu meinem Liedchen gehört. Shipping Office. Oh, okay, das ist super. Aber ansonsten, ja, mal gucken. Ich weiß nicht genau, die Gegend wirkt etwas leblos. Aber vielleicht ist deswegen die Miete auch so gering. So, wir müssen zum Computer gehen und ihr erstes Produkt bestellen. Lernprogramm. Na gut, ich habe das Gefühl, ich muss nichts mehr lernen. Huch. Verwenden, so rum. Habt ihr eigentlich auch keinen Sound? Also, wir wollen unser erstes Produkt bestellen. Frau-Kleid. Was sind wir denn für ein Laden? Sind wir ein Herren- oder ein Damenladen? Es gibt keine Mann-Produkte. Es gibt nur Frau-Produkte. Okay, es steht ja auch alle, hätte ich mir auch einfach denken können. Dann bestellen wir doch einfach mal ein Frau-Kleid. Kosten 20, empfohlener Marktpreis 50. Preis aktualisiert und wie kann ich jetzt bestellen? Genehmigen. Okay, warte. Ah, was haben wir denn hier? Aktie 0 in den Warenkorb legen. Jetzt haben wir drei Produkte im Warenkorb im Wert von 506 Öcken. Dann müssen wir jetzt noch zum Warenkorb laufen. Ganz schön teuer. Okay, haben wir gemacht. Bestellung ist angekommen. Abholen. Das kennen wir doch alles. Also haben wir doch Routine drin. Oh, warte. Okay, jetzt habe ich aber die Box nicht dabei. Ah, hier, guck. Guck mal, ist das nicht schön? Was ist denn das überhaupt? Ein Hemd? Eine Bluse? Okay. Legen Sie den Produktpreis. Das haben wir doch schon gemacht. Den Produktpreis haben wir doch schon festgelegt, oder? Hemd? Ja. Schon gemacht. Jetzt eröffnen wir den Shop. Nee, warte mal. Wir können doch nicht. Ich habe jetzt hier. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe ja nur jetzt dieses Produkt. Okay, aber wisst ihr was? Das ist das Beste überhaupt. So machen nämlich Boutiquen den Eindruck, super exklusiv zu sein. Wenn ich nur ein Kleiderständer und ein Produkt habe, ich sollte eigentlich, ehrlich gesagt, auch nur eine Jacke da aufhängen. Ich habe nur eine Jacke hier und dann kommt jemand rein und denkt so, wow, das muss die exklusivste Jacke der Welt sein. So, jetzt kann ich das hier aber nicht mehr, ich will die ganze Box nehmen. Ich kann hier nur einzelne Kleider nehmen, das ist doch Quatsch. Bitte geben Sie mir sofort die ganze Box. Die kann ich nicht aufhängen ohne Kleiderständer. Ich müsste noch einen weiteren Kleiderständer bestellen. Ich schaue mal, ob ich das machen kann. Ich habe ja noch 494 Öcken. Wir brauchen Möbel. Shelf. Und Fitting Room brauche ich auch. Ich mache das jetzt einfach schon. Ich brauche zwei Shelves. Und ein Fitting Room. 306 Öcken bestelle ich jetzt. Kaufen. Das Tutorial will wahrscheinlich, dass ich das... Oh, hier. Guck. Okay. Das ist... Shelf.
Nee, warte. Ey. Ah. Okay. Hammer, Hammer. Wir lassen uns hier nicht vom Tutorial einschüchtern. So. Und jetzt kommen nämlich die anderen Sachen auch mit rein. Dieses fantastische geblümte, nee, es ist, was ist das überhaupt? Ist nicht geblümt. Ist das besonders Blumen? Sehen aus wie so, wie ein, wenn jemand nicht weiß, ob er einen Drachen oder eine Blume malen soll. Ein bisschen so sieht's aus. Okay, und dann das hier. Ich verstehe nicht, warum ich nicht die ganze Box nehmen darf. Oh, guck mal hier, genau, das sind diese Mini-Röcke. Die Preise hatten wir ja bereits angepasst. Und dann nehmen wir natürlich jetzt auch noch diese wunderbare Umkleidekabine. Die kommt hier hin. So in die Ecke. Ja, fantastisch. Und dann kann ich ja immer so hinschnüffeln und sagen, oh, kann ich mal sehen, oh, das sieht ja aber fantastisch aus. Und dann zupfel ich ein bisschen rum. Ja, da steht ihn ausgezeichnet. So, der Laden wird eröffnet. Habe ich gemacht. So, kommen Sie bitte. Ich habe jetzt hier richtig, oh, Sie sind nicht die Zielgruppe, aber Sie dürfen auch einkaufen, natürlich. Hallo, Andrew Tate. Kommen Sie rein. Bestellen Sie was. Wusste ich, dass Sie schon wieder draußen sind. Ja, nehmen Sie das so ruhig. Müssen Sie natürlich bezahlen auch. Ja, da kommen Sie mal zur Kasse. So, das macht dann was? Muss ich das noch einscannen? Ah. 113 Mark. Glückwunsch, jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Es erwartet Sie ein spannendes Abenteuer in der glamourösen Welt der Mode. Mal sehen, ob Sie Ihr Geschäft zum Modezentrum der Stadt, ja klar machen wir das zum Modezentrum der Stadt. Hey, was geht, Billie Eilish? Bezahlen nicht vergessen, ne? Es gibt ja keinen Promi-Bonus. Danke, tschüss. So, sehr gut, Margarete. Und wir haben schon richtig Geld verdient. Es ist nicht mal 1 Uhr und wir haben schon 526 Mark wieder in der Kasse. Sie können auch anprobieren, wenn Sie wollen. Das Kleid steht Ihnen ausgezeichnet. Ihr Teint passt zu dieser Farben. Schnüffeln Sie da an dem Minirock? Die sind noch nicht getragen. Warum schnüffeln Sie da dran? Okay, alles klar. Alexander Markus. Erste Änderung, man muss nicht kassieren. Man muss nur eine Taste drücken. Beim Supermarkt-Simulator muss man viel mehr arbeiten. Ja, das ist eine gute Wahl. Das ist auch ganz frisch aus Paris gekommen. Kostet nur 38 Mark. Viel Spaß beim Tragen. So, warum habe ich hier so Fußspuren da drauf? Ach, guck mal hier. Silvio Brunner. Ja, das soll es sein. Ja, fantastisch. Da werden Sie auf der Party ein gern gesehener Gast sein. Für lächerliche 38 Euro haben Sie heute den Abend modetechnisch bereits eingetütet. Hallo, was geht? Horst Brömmelmann, das macht 125. Tschüss, Herr Brömmelmann. So, kommen Sie rein. Wir haben nur noch 4 Miniröcke. Wissen Sie was? Ich sehe Sie in einem Minirock. Ich sehe Sie in einem schwarz-weiß karierten Minirock. Herr Ribelier, sehen Sie diesen Minirock? Wenn Sie das im Central Park bei einer Musikperformance tragen, werden Ihnen die Groschen nur so in den Hut fallen. Für lächerliche 38 Mark, was für eine Investition. Das ist ein echter Geschäftsmann. Sie können sich glücklich schätzen. Entschuldigen Sie, Sören, wir haben hier noch einige ausgewählte Exemplare übrig. Zum Beispiel, ich sehe, Sie gehen zielstrebig drauf zu, diese fliederfarbene, elegante Oberteilentwicklung, frisch aus Paris. Für lächerliche 88 Mark gehört es Ihnen. So. Frank, 38 Mark auch bei Ihnen. Das werden Sie nicht bereuen. Oh, entschuldigen Sie. Mareike, Sie sehen aus wie jemand, der ein Oberteil gebrauchen kann. Kommen Sie mal mit. Hier gibt's nämlich genau das Passende für Sie. Ich weiß. Ja, ja. Einmal zum Starbucks gegangen. Die Latte
die Scheilatte über die Bluse gegossen. Ja, das können Sie auch kaufen. Und schon braucht man ein neues Oberteil. Exakt, das wollte ich Ihnen empfehlen. Das ist ja, und am besten alles mitnehmen. Probieren Sie es doch einmal ruhig an. Lassen Sie sich Zeit. Ey! Hey! Ey, Sie können ja wohl auch vielleicht mal das. Heben Sie sofort die Waren auf. Sind Sie denn des Wahnsinns? Hallo? Hallo? Gehen Sie zurück. Ignorieren Sie mich doch nicht. Sie wahnsinnige. Oh, ich muss abkassieren. Na, war was dabei? Ja, 125 Mark. Vielen Dank. Unfassbar. Die hat Hausverbot. Die Olle hat Hausverbot. Das habe ich ja noch nie erlebt. Unglaublich. So, es ist jetzt 9 Uhr. Das bedeutet, wir müssen den Laden, glaube ich, zumachen. Kommt keiner mehr. So. Zwei waren unzufrieden. Produkte konnten nicht gefunden werden. Mal 0, teure Dinge 0. Ja, das ist doch großartig. Wir haben jetzt wieder 1000 Mark. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Dinge wieder einkaufen gehen. Investieren. Erstmal investieren. Filialleiter. Oh, der kostet nur 750 Mark. Wir haben nur 3 Produkte. Ich bin unzufrieden. Wir müssen mehr Produkte haben. Ab Stufe 7. Oh, müssen wir in jedem Fall schaffen, auf Stufe 7 zu kommen. Wir bestellen hier nochmal nach. Und dann, was brauchen wir noch? Oh. Ist der neu? Und noch einen zweiten Fitting Room. Okay, alles klar. Gib. Ich verstehe das nicht ganz. Wieso kann ich nicht die ganze Box nehmen? Warte mal. Aha. So, warte. Erstmal hier. Vielleicht, wenn ich... Nee. Naja, dann machen wir das so. Und dann packen wir das hier in die Ecke, Platzierungsmodus. So, liegt da jetzt noch ein so ein Röckchen. Dann nehmen wir noch die zweite Kabine. Ich will nicht, dass es nie wieder vorkommt, dass jemand sich empört, von mir abwendet. So. Gut. Dann diese wunderbare fliederfarbene Bluse. Ein absoluter Verkaufsschlager. Den werden wir dann... können wir den unter die Kasse legen? Nö. Naja, so ist doch gut. Und dann nochmal dieses fantastische, knallorangene, Lebensfreude ausstrahlende Superkleid, das wir dann einfach mal da so oben drauf legen. Ja, das ist toll. Jetzt machen wir auf. Open. Und alles ist, guckt euch das an, erstrahlt im neuen Glanz. Ihr wollt eine dritte Kabine. Ich sehe, der Chat fordert vehement die dritte Kabine. Naja, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ah, da sind sie ja. Guten Tag, kommen Sie rein. Stefan Schrader. Über Sie habe ich ja schon viel gehört. Elegant, ich mag Ihre sockenlosen Boots. Die hatten wir auch mal im Angebot. Das sind doch die von Bremont. 38, danke. Oh, hier. Ich sehe, Sie steuern geradewegs auf dieses wunderschöne Kleidchen zu. Das kann ich Ihnen empfehlen. Auch diese, ja, das passt toll zu Ihrer Haarfarbe, dieses Haselnussbraune. Dann würde ich doch vorschlagen, ziehen Sie sich doch am besten so an, wenn ich das jetzt mal sage. Oh. Okay. Was darf sein? Einmal das für 38, dankeschön. Guten Tag, haben Sie sich wieder den Kaffee... Ja, ich frage gar nicht nach. 138.
So, was macht er da? Ey! Hallo! Bitte einmal das Produkt wieder aufheben. Entschuldigen Sie. Sie stehen nicht über dem Gesetz. Das macht 75 Mark. So, wenn ich helfen darf, ich... Haben Sie sich entschieden schon? Ja, das ist wirklich ein gutes Produkt. Da verkaufen wir auch wirklich viel von. Also nicht so viel, dass sie damit auf der Straße empört ausgelacht werden, weil sie das gleiche tragen wie andere Leute auch. Selbstverständlich ist jedes Produkt ein Einzelstück und betont ihren individuellen Style. Aber was ich damit sagen wollte, ist, das ist sehr hoch. Auf Wiedersehen. Ja, dieses Kleid kann ich Ihnen sehr empfehlen. Sommerliche Frische. Gehen Sie ruhig einmal anprobieren. Da steht mit Sicherheit wunderbar, passt das zu Ihren Augen. Soll es das dann sein? 50 Mark. So, der Raum ist so leer. Ich bräuchte mehr Möbel. So, das machen wir. Einmal sind das 125. So. Waren Sie nicht gestern schon da, Andrew? 38. Ist es schon wieder? Ne, es ist noch... kommt noch jemand rein? Oh ja, warte, kurz gucken. Nee, die Preise sind alle gut. Sie können auch gerne einmal in eine der Kabinen anprobieren, wenn Sie sich unsicher sind. Aber ich sehe, Sie sind eine Frau, die bereits über einen guten Geschmack verfügt. Sie müssen nicht noch in den Spiegel schauen dafür. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Stammkundschaft, weil immer die gleichen kommen. So, Sie brauchen sich nicht prügeln. Ich habe auch noch was im Lager. Ja, das ist doch, das Hemd ist bereits, kommen Sie doch zurück, das Hemd ist doch da, ich sehe es. Oh. Ach ja, ich muss aber sagen, dieses Kleid hier ist nicht so ein richtiger Verkaufsschlager. Und dann einmal hier noch. So. Ja, es ist 9 Uhr durch, keiner kommt mehr, wir machen den nächsten Tag. Das ist sehr ärgerlich. Aber so ist es halt manchmal im Leben. Wir verfügen über etwas Kapital. Wir können direkt mal gucken. Es gibt immer nur noch 3 Produkte, was ein bisschen schade ist. Und ansonsten sparen wir, glaube ich, mal ein bisschen für so Mannequins. Ab Stufe 3 gibt es ein Mannequin. Ja, da sparen wir uns das Geld. Gut, dann schnappen wir uns das mal, machen das Regal hier voll und legen das dann hier so hin. Stört ja keinen. Und ran. So, sehr gut. Und da ist noch eine Kiste. Ich würde so gern, die sehen auch so schön aus, diese Plastikkisten. Die haben richtig Style. Die würde ich gern benutzen, um da so Lego-Steine oder so einzusortieren. So, dann machen wir mal auf. Ein herrlicher Tag. Und da haben Sie doch, geben Sie zu. Ich weiß doch, dass Sie gegenüber wohnen. Sie gucken doch immer aus dem Fenster am zweiten Stock und sehen, was ich hier den ganzen Tag mache. Sie kommen hier jeden Tag, um was zu kaufen. Mein Gefühl ist langsam, Sie wollen einfach nur Kontakt mit mir aufnehmen. Sie trauen sich nicht, mich zu fragen. Aber gut, solange sie Geld bezahlen, soll mir das recht sein. So, 88 Mark. Bis morgen. Da fließt die Kohle. Ich habe das Gefühl, sie habe ich hier auch schon mal gesehen. Wie oft kaufen sie eigentlich? Was machen sie denn eigentlich mit diesen ganzen? Sie kommen hier jeden Tag rein und kaufen. Jetzt kaufen sie sogar 2 von diesen Kleidern. Was machen sie denn damit?
138. Dankeschön. Kommen Sie morgen bitte wieder. Ah, haben wir Sie hier schon mal gesehen? Herzlich willkommen. Ja, Sie steuern geradewegs auf diese wunderbare, auf dieses Mini-Röckchen zu. Das ist übrigens von einem ganz aufstrebenden jungen Designer. Alfons Bröllback, ein Schwede mit ungarischen Wurzeln. Alfons Bröllback, den sehen Sie auch häufig auf Modenschauen. Ich war neulich in Dresden. Da habe ich ihn gesehen, in seiner neuen Show. Ich fülle mal neu auf. Oh, da haben wir noch einen. Okay. So, einmal für 38. Sieht schon wieder mit dem Kaffee. Wir müssen mal ein paar von diesen Kleidern so. Ja, gerade frisch reingekommen. Ist schon wieder Andrew. Andrew ist jeden Tag. Der schnüffelt auch immer. Andrew, hören Sie bitte auf, Ihre Nase da so reinzustecken. Was schnüffeln Sie denn? Was machen Sie denn damit? Langsam habe ich das Gefühl, Sie wollen die gar nicht selber tragen. Na gut. 138, bitte. Sie habe ich doch auch schon mal gesehen. Sie waren doch, waren Sie nicht gerade schon da? Und Sie kommen auch jeden Tag, ich fühle mich langsam wie in der Truman Show. Sie kommen jeden Tag hier und kaufen sich so einen Rock. Das sind übrigens keine Einwegröcke. Na gut. Das macht 75. Vielen Dank. Und, soll es was sein? Oh ja. Darf ich einmal einpacken? 88 dann. Bis morgen. Tschüss. Hallo, seien Sie mal ehrlich. Sie haben sich doch einfach eine Mütze angezogen und eine andere Jacke. Sie sind doch dieselbe Person. Sie sind doch dieselbe Person. Sie haben ja nicht mal das Oberteil gewechselt. Also so langsam habe ich das Gefühl, ich bin hier in der Simulation. 125. Aber solange die Leute bezahlen, ist mir das egal. Ja, probieren Sie ruhig an. Kabine 1 und 2 sind beide frei. Ich glaube, das hier ist die Schlange. Das soll mir zeigen, wo die Schlange sich aufbaut, damit ich keine Gegenstände in die Schlange lege. Ich glaube, das ist die Idee. So, jetzt gucke ich mal genau hin. Sagen Sie mir, ich bin noch nicht... Okay. Sie waren doch gerade da. Okay. Also langsam. Ich glaube, ich bin verrückt. Okay. Naja. Legen wir mal ein paar Klamottis nach. Oh, ist ein neuer Tag. Zack. Was haben wir hier? Das wunderbare orangene Sommerkleid und noch eine Box. So, wir machen zu und der neue Tag beginnt. Sehr gut, alle Kunden sind zufrieden. Wir haben ganz gut verdient. Und sind jetzt Level 3. Das heißt, wir können jetzt was Neues haben. Und zwar Mannequins. Was ist das? Zum Mannequins raufstellen oder was? Ist das ein Podest? Ich bestelle... Okay, das ist ja Quatsch, ne? Ich bestelle mal... zwei Mannequins. Und ein so ein Podest. Ich weiß nicht, ob man braucht man das. Das ist egal. Und dann brauchen wir natürlich noch... Oh, warte, ich kann was freischalten. Oh. Das machen wir aber morgen. Weil ich kann mir die Ware nicht leisten. Das ist natürlich sehr gut. Dann pass auf. Dann machen wir das. Ich spare ein bisschen Geld. Ich muss ja erstmal. Ah, das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, ich muss jetzt ja von allem noch was Neues kaufen.
So. Den Rest sparen wir uns für gleich. Gib mal her hier. So, was haben wir? Das ist hier Mannequin. Ey. So. Mannequin. Ich hoffe mal, ich kann den jetzt auch was anziehen. Und hier, so. Hallo. So. Dann möchte ich bitte, dass die das anzieht. Ah, das geht. Das ist ja fantastisch. Und nein, ich habe die Box nicht bestellt. Oh nein, ich habe zweimal das andere bestellt. Ja, das ist ja großartig. Guck mal hier. Ich muss neue Boxen bestellen noch. Ah, oh, ist ärgerlich. So, was mache ich jetzt mit diesem Podest? Ist das eigentlich doch auch für eine... Was ist das? Für die, ist das nicht auch für das... Für die Schaufensterpuppe oder wofür ist die gedacht? Was habe ich gerade gemacht? Habe ich das aus Versehen verkauft? Stornieren. Ach so, ich habe storniert. Oh, das geht. Okay, das ist ja Hammer. Man kann stornieren. Ja, da, pass auf. Wir brauchen jetzt nochmal ein Podest und nochmal eine zweite Dings und die Bugs müssen wir bestellen. Aber warte mal, kann ich da nicht das stornieren da, das andere? Ja, wir gucken gleich mal. So, wenn ich das jetzt... Eigentlich ist es egal, ich brauche das ja eh früher oder später. Das kann ich nicht stornieren. So, wir müssen noch eine Runde bestellen. So, die liegen da im Staub. Okay. Und die stellen wir hier hin. Ich freue mich schon auf diesen Kreativmodus, wenn ich das selber gestalten darf. Jetzt haben wir noch 765 Öcken. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt bestellen wir einmal noch das. Und dann nehmen wir nochmal das und das. Okay. Gib. Achso, ist schon da. Als allererstes nehmen wir das Podest. Machen das so. Dann kommt das Mannequin. So. Ach was, das ist schon... Hä? Was? Was ist denn das? Hilfe! Nein! Hör auf! Geh weg! Jetzt habe ich das... Das gibt's doch nicht, das fliegt in der Luft. Naja, ist jetzt nicht genau, wie es soll. Aber das ist ja eine Frechheit. So, dann kriegt die Dame auf jeden Fall erstmal ein... Hallo? Warum? Warte, da müssen wir nochmal ran. Und wenn ich die jetzt da so reinsetze, genau in das Kleid, ich setze sie jetzt genau in das Kleid, ja, perfekt. Perfekt, oder? Ja.
kannst du nichts gegen sagen. Okay, wir müssen mal gucken, ob der alte Spiel speichern. Zurück. Was? Teleportieren Sie zum nächsten? Und mal Hauptmenü. Ob der alte Trick funktioniert, ist einfach neu zu laden. Das hat ja wirklich funktioniert. Erstmal nimm das Kleid. Ja, sehr gut. Dass uns das nicht nochmal passiert. Dann Mannequin. Ah, nee. Ja, so ist besser. So, dann nehmen wir jetzt das Kleid. Yes, hat funktioniert. Ich bin begeistert. Dann kommst du mal mit und kommst hier auf den Haufen. Und vielleicht noch eine Box. Yes! Ja, das ist ja fantastisch. Guck mal, was ein gutes Neuladen auch bewirken kann. So. Da, also die Mülltonne nimmt mir natürlich jetzt ein bisschen Eleganz weg. Aber das sieht doch wirklich ganz, ganz toll aus. Dann können wir jetzt den Laden wieder öffnen. Und dann gibt es jetzt richtig Kohle. Da werden die Kunden aber begeistert sein. Andrew, du bist heute der Erste. Herzlich willkommen. Lass mich raten, du schnüffelst wieder. Okay, was machst du da jetzt mit meinen... Andrew? Andrew? Bist du... Hey! Hallo? Hör, jetzt schnüffelt der schon wieder. Das gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf... Okay, der ist ja völlig verrückt. Andrew, ich weiß nicht, was im Gefängnis mit dir passiert ist. Aber so habe ich dich nicht eingeschätzt. Na gut, dann werde ich die Dame jetzt neu einkleiden. So. Roger. Roger, schön, dass du da bist. Was gibt's heute? 38, nur, heute nur ein Teil. Okay, alles klar. Keine Sorge, ich bin nur, falls Sie eine Frage... Sie knabbeln da jetzt nicht von der Schaufensterpuppe. Sie knabbeln nicht das... Gut. Gucken, ja. Riechen, okay. Aber nicht abknabbeln. Unglaublich. So, was darf es denn sein? Für 38, tschüss. Melanie... Oh, der Typ ist auch mehr suspekt. Melanie, einmal, wenn du anprobieren willst, die 1 und die 2 sind frei. So, Rainer, was geht ab? Nee, das ist gar nicht Rainer, das ist hier Rebellier. So, was darf sein? Ja, wunderbar, das ist auch eines unserer beliebtesten Produkte. So, solange keiner da ist, fülle ich mal auf. Hier fehlen... Ah nee, 3 fehlten sogar. Ich finde, das sieht immer... Klar, wenn man was freilässt, dann gibt man den Leuten so ein leichtes Torschlusspanikgefühl. Nach dem Motto, oh nein, sind nur noch 2 da. Wenn die ganz voll ist, dann denken sie, der Laden ist sehr voll. Entschuldigen Sie bitte, wo ist denn der Laden sehr voll? Sie sind, glaube ich, voll. Was? Wo ist der Laden denn voll? Es ist niemand hier. Entschuldigung, können Sie da mal wegkommen? Jetzt steht sie da rum und will nicht mehr gehen. Na toll. Jetzt habe ich so eine Nomadin, die nicht mehr gehen will. Entschuldigen Sie, es ist jetzt für Sie. Gehen Sie bitte sofort. Und was machen wir jetzt? Hallo? Unfassbar. Ja, die Tapete ist natürlich auch eine Designer-Tapete. Hans Simmelbröck. Aha. Entschuldigen Sie, diese Person gehört nicht zur Crew. Ich rufe gleich die Polizei. Keine Sorge, Sie müssen sich nicht unwohl fühlen. Sarah. 1,38, danke. Oh, okay. Und?
Und sitzt es anders als gestern und den Tag davor? Hat sich irgendwas verändert? An der Passform, an der Größe? Sie müssen jetzt wirklich gehen, machen Sie hier keine Szene. Sie ruinieren mir das Geschäft, verschwinden Sie. Ich rufe die Polizei. Hallo! Ja, jetzt haben Sie gesehen, die hat jetzt, die wollte was kaufen, dann hat sie gesehen, sie verrückte Person, und jetzt ist sie sofort weggegangen. Sie schulden mir sofort 138 Mark. Ungeheuerlich. Ich werde die Behörden verständigen. Ich mache jetzt den Laden zu. Und wenn sie morgen noch da sind, rufe ich die Polizei. Ah, sehr gut. Ich habe nur 900 Mark. Ich habe nicht viel verdient. Das ist eine Frechheit. Kann ich mir jetzt schon... Wir können jetzt uns... Mann keuchen, Mann Schweißhemd, Mann T-Shirt, Mann... Oh, alles klar. Ich kaufe mir einfach mal hier neue Sachen. Und... Oh, okay. Mann keuchen. Was auch immer keuchen ist. Schweißhemd. Schweißhemd. Und Shirt. Wir haben 700 Mark. Das können wir uns alles nicht leisten. Mm. Machen wir einmal das. Dann das. Jetzt haben wir 700 Mark und ja. Das reicht nicht. Scheiße. Das hier bitte raus. So. Kaufen. Dann gib mir sofort das, alles klar. So. Und das nehmen wir auch. Das ist ja fantastisch. Okay, gut. Dann kommt hier einmal das. Dieses wunderbare orangene Oberteil. Und diese tolle, ganz tolle Hose. Diese 7/8 Hose. Ja. Da müssen wir noch die Preise festlegen. Und zwar das Oberteil. Ja, genehmigen wir. Genehmigen wir auch. Den Rest haben wir nicht im Angebot. Ich hoffe, die Leute sind da nicht empört. So, guck mal. Wir müssen aber auffüllen. Ansonsten sieht alles... Oh, zwei von diesen Fliederkleidern. So. Okay. Warum kommen die nicht? Hallo? Hallo? Ah. Hm. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Na. Das machen wir nicht nochmal. Hausverbot. Sie kommen mir nicht in den Laden rein. Bleiben Sie bitte. Bleiben Sie fort. Betreten Sie nicht meinen Laden. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Jetzt gehen Sie wieder an die Wand. Nein, sie geht wieder an die Wand. Wieso fehlen da zwei Produkte? Ja, ich weiß, ich hatte noch nicht das Geld zu bestellen. Meine Güte. Aber bitte lassen Sie die Sachen da dran, okay? Gut. Sehr schön. 412, 417 Mark. Ich kann mir bald neue Produkte leisten. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, das ist so eine 7/8 Hose. Die steht Ihnen ausgezeichnet. Da werden Ihre Knöchel freigesetzt. Oh. Die kaufen wir richtig viel. Haben Sie den Minirock geraubt? Echt? Haben Sie den Minirock geraubt? Diese Raben, das gibt's ja nicht tatsächlich.
Gott, ich habe keinen Minirock mehr. Ja, jetzt steht die da ohne Minirock. Das ist ja auch ein bisschen unsittlich. Das war nicht meine Absicht. 842 Mark. Okay, wir können uns gleich tolle neue Sachen kaufen. Zwackel da nicht das Kleid weg. Das hängt da am Haken. Warum, was willst du denn mit einem männlichen Schweißhemd? Nein, ich habe das noch nicht. Ich brauche auch Geld. Ach, die Kundschaft ist so anspruchsvoll. Ich werde das bestellen, okay? Ich bestelle das. Morgen haben sie das Schweißhemd, was auch immer sie damit wollen. Nein, 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 nein. Was machen sie denn jetzt? Können wir uns darauf einigen, dass sie mitkommen zur Kasse und das Produkt bezahlen, was sie in den Händen halten? Der Laden ist ja voll. Ja, weil die Dame da einfach... Hallo? Was ist das Problem? Hallo? Sie jetzt auch, oder was? Ist das Ding magnetisch, oder wie? Hallo? Vorsicht, gehen Sie bitte nicht an den Stand mit diesen orangenen Oberteilen. Da steht Ihnen sowieso... Vorsicht, gehen Sie da weg! Das ist magnetisch! Ah. Was mache ich denn jetzt mit Ihnen beiden? Sie kenne ich doch auch schon. Leute, ich will jetzt hier keine Szene machen, aber wenn ihr beide nicht sofort diesen Laden verlasst, dann rufe ich die Polizei. Und sie wissen genau, was auf Hausfriedensbruch und... Oh, Entschuldigung. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie da aus der Umkleidekabine gekommen sind. Warten Sie mal. Hä? Sie haben das selber an. Gehen Sie bitte nicht zu diesen beiden Damen. Zwackeln Sie das Kleid nicht ab, bitte. Super, 175 Mark. Nein, nein. Nein, nein. Ja. Sehr gut, zweimal dieses Kleid. Eins auf Vorrat, ne? Danke. So, ich schmeiß sie jetzt hier raus. Ich hab die Nase voll. Ich schmeiß sie jetzt hier raus. Die haben gut verdient. Die Vandalen sind weg. Wir müssen einkaufen. Erstmal hängen wir das hier auf. Wie viele brauche ich von denen? Sehr viele. Okay. So. Das müssen wir alles nachbestellen und wir brauchen die andere Ware auch. Das heißt, wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen das und das. Dann brauchen wir auf jeden Fall mal locker eigentlich sogar drei neue Dinger. So, dann brauchen wir... Oh Mann. Rock. Bam. Bam. Und habe ich das schon Och Gott, die können es gar nichts mehr leisten. Warte mal. Das eine Produkt ist nicht mit drin. Dann machen wir mal davon zwei. Ich habe ja nur zwei neue Produkte. Okay, jetzt haben wir noch... Oh, das können wir uns ganz knapp nicht leisten. Ja, dann kaufen wir doch stattdessen. Warte mal. Also, die beiden sind neu. Für die brauchen wir diese zwei Sachen. Die sind alt. Dann können wir jetzt höchstens noch... Warte. Noch so neue Böcks uns leisten oder wir sparen das Geld. Nein! Was? Ah! Entschuldigung. Ach. Können wir uns nicht leisten. Ist teuer. Fehlen uns 19 Mark. So.
Dann, der Rest, den müssen wir uns dann morgen kaufen. Das orangene Oberteil wird schnell aus sein, aber so ist das halt. Okay, dann ist hier jetzt eher so der Herrenbereich. Dann, ach, darf ich das jetzt bitte tragen? Ja. So. Der Herren- und der Damenbereich, das wollen wir ein bisschen voneinander trennen. Wie machen wir das am besten? Wobei das eigentlich egal ist, die kaufen ja eh alles. Das ist ja gar nicht spezifisch in irgendeiner Form. So. Ein schönes Hemd. Kann man nur so rot karierte Hemden tragen. Das ist auch komplett an jeglichen ästhetischen Ansprüchen vorbeigekleidet. So, dicker Stapel davon. Das erste ist natürlich, diese Frau wieder einzukleiden. Ja, wir hätten diese orangenen Oberteile kaufen sollen. Davon haben wir am wenigsten. Also nicht diese hier, sondern die da. Aber egal, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Müssen wir damit leben. Haben wir alles? Machen wir an. So, das wird auch immer besser. Guck mal hier. Vom ersten Geld, was wir verdienen, bestelle ich die einmal nach. So. Mareike Söllberg. Guten Tag. Das haben wir ganz neu reinbekommen. Ist der allerletzte Schrei. Wie Sie auch hier erkennen können, können Sie das super kombinieren mit einer karierten, mit einem karierten. Was war das denn jetzt schon wieder? Was haben Sie denn da jetzt gerade gemacht? Hä? Warte mal. Kann man sich das direkt? Hat die sich das direkt geschnabbelt? Geht das auch als Verkaufsständer durch? Das weiß man nicht. Ach, fertig. Die hat sich das da direkt runtergeknapst. So, 242 Mark. Jetzt öffnet sich für mich die einmalige Chance, dass wir noch einmal das kaufen. Auch wenn wir da jetzt ein bisschen Liefergebühren zahlen müssen. Mir egal. Sehr gut. Soll keiner sagen, es gibt hier irgendwelche Produkte bei mir nicht. So. Ich glaube, jetzt verdienen wir mit jedem Tag immer mehr Geld. Ja, schauen Sie ruhig auch mal bei den Herren. Das sieht ja auch elegant aus. So ein etwas größeres Hemd, dann so ein lässiger Look. Sie können gerne die Kabine 1 oder 2 nutzen. Sind beide frei. Wenn Sie einmal... Soll ich helfen? Ah. Ja, ich sehe, das passt alles, ne? Ach, du schon wieder. Oh, krass. Sie kauft jetzt richtig viel. Oh, warte mal. Habe ich die Preise schon angepasst? Haben wir ja schon gemacht. So. Okay. So. Kann ich helfen? Wir müssen die 7/8-Hosen neu bestellen. Aber du kommst mir auch bekannt vor. Aber die Mütze ist neu. Ich soll einen Grabstisch kaufen. Ja. Ich glaube, mein Laden ist ein bisschen zu exklusiv für Grabstische. Mal das Kleid mal nachhängen. Hose müssen wir danach bestellen. Und passt es? Was genau haben sie? Ich meine, es geht mich nichts an, ne? Aber was haben sie da anprobiert? Okay, wir müssen die 7/8-Hosen auch nachbestellen. Müssen wir echt aufpassen. Wenn jetzt jemand mehrere 7/8-Hosen kaufen will, dann können wir das nicht. Oh, geil. Das ist richtig viel Geld. Oh, ich muss die 7/8-Hosen nachbestellen. Ich sehe schon die Katastrophe kommen.
Ganz schnell. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich könnte auch noch andere Sachen bestellen. Mache ich einfach. Aber eigentlich geht es mir um die 7/8-Hose. Einmal schnell. Okay. Und. Oh, das war aber eine Hetzerei. Hallo! Sie wollen aber nicht ohne die Ware ab. Also, wer hat denn die Frau schon wieder ausgezogen? Mann! Leute! Das können Sie doch auch davon. Haben Sie gesehen, wer das war? So, ist jetzt auch langsam Feierabend. Wir haben jetzt Feierabend, aber wenn Sie noch was kaufen wollen. Ja. Bis morgen. Tschüss. Okay. Wir füllen einmal neu auf. Oh, was ist das? Fließt wie Wasser auf den Ständer. Okay. Wir haben nur noch. Okay, das ist das letzte. So. Da müssen wir auch ein paar von. Oh, müssen wir auch nachbestellen. Wir haben ja draußen noch Stuff. Einmal diese wunderschönen. Was ist das überhaupt? Ein Pullover? Ein Sakko? Nee, ist ein Pullover. Wird gar nicht wirklich gekauft. Nicht so viel von los geworden. Und dann haben wir noch dieses orangene Oberteil. Ja. Hätte ich mir auch mehr von erwartet, sage ich ehrlich. Und das ist das Holzfällerhemd. Da muss ich sagen, das ist erschreckend. Erschreckend, wie wenig wir davon abverkaufen. So, dann brauchen wir jetzt das rote Kleid. Ja, das rote Kleid müssen wir nachbestellen. Und dann können wir vielleicht nochmal so ein paar von diesen wunderbaren Mannequins. Also das hier in den Warenkorb. Dann kaufen wir uns nochmal hier so ein männliches Mannequin. Und das können wir ja vielleicht dann auch in den Laden reinstellen. Wie viele verschiedene waren? Wir haben die 2/3-Hose. Kaufen wir 2 Mannequins. Treibt das überhaupt die Verkäufe großartig an? Das weiß man alles nicht. Wir können für 500 Öcken neue Sachen, aber das ist zu verfrüht. Und was können wir noch als nächstes mal mitbestellen? Wo ist der Bestand? Überschaubar auf jeden Fall. Das Rote, das haben wir, den Rock, und davon können wir auch neue bestellen. Okay. Wie sieht das hier aus? Rock. Und bam. Kaufen. Dann fangen wir mal an mit dem Männchen hier. Mannequin. Das Mannequin stellt sich hier so. So. Kriegt natürlich einmal diese 7/8-Hose an. Und dann, was kombinieren wir damit? Ein Holzfällerhemd. Ja, das sieht doch klasse aus. Sieht doch klasse aus. Das ist doch richtig inspirierend. So, dann haben wir nochmal ein paar Röckchen. So. Und dieses wunderschöne Party-Cocktail-Kleid. Oder Cocktail-Party-Kleid. Kann beides sagen. Und dieser Klassiker aus Flieder. So. Gut. Dann können wir jetzt. Warte mal, es ist 9 p.m. Das heißt, der Tag ist vorbei. Alles klar. Wir haben richtig Reibach gemacht. Öffnen Sie sofort den Laden. Das sieht doch gut aus. Also, Leute, Tag für Tag entwickeln wir uns hier weiter. Guten Tag. Das ist die Dörte. Dörte Schmidt. Ja, das ist fantastisch. Das ist wirklich, ja, Sie brauchen gar nicht lange überlegen. Da können Sie bedenkenlos zugreifen. Das ist die Männerabteilung, aber wir machen dann nicht jetzt, Sie können kaufen, was Sie wollen.
Er schon wieder. Ribelier. So sieht man sich wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie mehrere Produkte kaufen. Dann lohnt sich das mehr. Ey, jetzt habe ich Sie aber auf frischer Tat ertappt. Was machen Sie denn da, Sie Perversling? Und jetzt reißen Sie auch noch Sachen runter. Also das ist doch wirklich albern. Haben Sie denn gar keine Manieren? Jetzt habe ich das aber mal... In flagranti habe ich Sie erwischt. Das muss besser werden. Unglaublich. Ja. So. Jetzt mache ich richtig Kohle. Nee. Ah ja, Sie sind der Beste. 300 Mark. Oh ja, herrlich. Bester Kunde. Für 300 Mark eingekauft. So, was gibt's bei Ihnen heute? Fantastisch. So lobe ich mir das. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ich sehe schon, warum Sie heute hier sind. Ihnen ist offensichtlich aufgefallen, dass zu viele Leute dasselbe anhaben wie Sie. Na, das Problem werden Sie noch heute nicht mehr haben. Denn ich kann Ihnen garantieren, dass jedes unserer Teile ein Einzelstück ist. Ja, kann man machen. Ist Unisex. Ach nein, die schon wieder. Diesmal kleben sie sich hier nicht. Sie kleben sich nicht schon wieder an den Kleiderständer. Wie? Die habe ich noch auf dem Kicker. Das ist die vom letzten Mal. Die Verrückte. Was ist das denn jetzt hier? Das kann man doch auch wieder aufhängen. Oh, da ist Andrew schon wieder. Oh nein, der Schnüffel Andrew. Andrew schnüffelt schon wieder. Oh, herrlich. 250 Mark. Ich glaube tatsächlich, dass die Nachfrage an diesen Karohemden ist größer geworden, seit das Mannequin da steht. Und das sommerliche Sommerkleid. Danke. Das sieht doch okay aus. Woran fehlt's noch? Alles gut? Alles gut, alles gut. Wir können gleich mal ein bisschen auffüllen. Und vielen Dank. Dann schon wieder hier unser... Oh, ist das schon wieder alle? Das ist ja ein richtiger Verkaufsschlager. Das ist schon wieder ausverkauft. Guck mal, es sind nur noch zwei Stück von da. Das liegt, glaube ich, am Mannequin. Da müssen wir gleich nachbestellen. So, wer ist zuerst an der Kasse? Ja, der junge Herr war zuerst. Ja, drängen Sie sich ruhig vor. So, ich habe jetzt noch zwei von diesen Kleidern. Da würde ich jetzt sagen, beeilen Sie sich. Wenn es weg ist, ist weg. Zwei habe ich noch von den Dingern. Oh, shit. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wer weiß, vielleicht kaufen die auch noch... Was war nicht verfügbar? Es ist doch alles da. Ja, fuck, es ist eben nicht alles da. Mist. Ja, weil sie, die es gekauft haben, ohne Ende. Müssen sie morgen früher kommen. So, ist da noch jemand drin? Ja. Ich hätte fast den Laden zugemacht, der hätte sich da versteckt dann. Ich die eingeschlossen. Okay, wir haben richtig Reibach gemacht. Ja, jetzt ist sie beleidigt, weil das Produkt nicht da ist, ey. Neue bestellen jetzt, neuer Tag. Was macht denn eigentlich ein Filiale? Oh, da wird ein größerer Bereich. Das brauchen wir aber nicht. Lagerbereich können wir nicht machen. Das brauchen wir nicht. Was ist mit... Achso, okay, verstehe. So, wir könnten jetzt... Da gibt es drei neue Produkte. Wäre natürlich gar nicht so günstig. Ich glaube, wir müssen noch mal einfach jetzt vorsichtshalber ein paar Sachen nachbestellen, dass wir alles da haben.
Also da können wir eigentlich direkt zwei von bestellen. Und dann einfach von jeder Sorte eine. Was wir da haben, haben wir da. So. Und dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Und dann können wir, haben wir so viel Geld, dass wir morgen richtig viele neue Sachen bestellen können. Das wird super werden. So, das Ding ist einfach gar kein Verkaufsschlager. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt aus hier Mannequin und nicht Mannequin. Was die Häufigkeit der Verkäufer angeht. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Und das ist totaler Quatsch, aber das weiß ich natürlich nicht. Aber da wir das eh alles früher oder später brauchen, ist das auch egal. So. Das Ding verkauft sich nicht gut. Da müsste ich vielleicht auch nochmal ein Mannequin bestellen und neu ausrichten. Ausrüsten. So. Okay, da haben wir jetzt auch genug von. Fürs Erste. Das schwebt einfach in der Luft. Warum? So. Okay. Und die 7/8-Hose. Die... Ja. Hallo? So. Laden auf. Achso, neuer Tag, meine ich. Sehr gut. Und bam. So, und jetzt haben wir so viel, also reichhaltigst die Produkte da, dass wir jetzt gleich richtig investieren können. Wir sind Stufe 5. Und ich frage, ja, können wir den Laden eigentlich umbenennen? Nee, ne? Das geht, glaube ich, nur wahrscheinlich wieder mit Mods. Hier ist leider Shop-Bereich, also steht hier leider nichts mit umbenennen. Ja, gehen Sie ruhig probieren. Ja, was haben wir hier? Das Ding ist richtig gut übrigens. Unterschätztes Produkt. Oh, das ging schnell. Die schleichen sich da immer wieder raus. Man denkt, die sind da noch eine Weile drin. Nein! Die lassen die Sachen da drin. Das ist ja ein... Die räumen die nicht weg. Das gibt's ja nicht. Okay, das ist rotzfrech. Unglaublich. Jetzt muss ich die Produkte da... Hier auch. Unfassbar. Okay, das ist wirklich jetzt entsetzlich, dass die so schlecht erzogen sind, dass sie ihre Sachen nicht zurückbringen. Mich gibt es schon. Ja, danke für die netten Worte. Gibt es eine Anstandsmod, mit der man den Leuten Manieren beibringen kann? Ich hoffe doch sehr, dass das noch kommt. Entschuldigung fürs Warten lassen. So. Kurze, bitte nur einfach, wenn Sie da fertig sind, nehmen Sie bitte die Produkte mit raus und hängen Sie wieder auf, wenn Sie sie nicht kaufen wollen, okay? Danke. Meint ihr, dass es Leute gibt, die so faul sind, dass sie sagen, ich kaufe lieber ein Produkt, was ich nicht brauche, bevor ich es wieder aufhänge? Wolfram. Wolfrein. Wie spricht man es aus? Vielen Dank. Yo, das sieht gut aus. Ich muss noch mal hinten das Kleid gleich nachschmeißen. Das hier, wo ist es? Da. Was fehlt noch? Oder hinten die Hose, ne?
die Hose geht gut weg. So, haben Sie was da drin gelassen? Nee, gute Arbeit. Steht Ihnen wunderbar. Hier, schon wieder. Warum? Hängen Sie das doch auf. Gibt's doch gar nicht. So, wir können ja schon mal gucken, was fehlt uns jetzt. Wir haben noch ein paar von den Röckchen, da haben wir genug von. Diese Jacke da, die Hose ist alle. Eine Dreiviertelhose müssen wir bestellen. Der Rest sieht noch okay aus. Von dem Minirock haben wir auch nicht mehr so schrecklich viele. Oh, dankeschön. Dann, warte, da haben wir genug von. Oh, da hinten, die Jacke verkauft sich besser als gedacht. Na gut, sie hat alles wieder weggeräumt. Guck mal hier, erst lief die nicht so gut. Wer macht denn sowas? Wir sind schon Stufe 6. Ab Stufe 7 können wir, glaube ich, selber designen. Da will ich auf jeden Fall noch hin. Das muss das Ziel sein. So, Andrew, was hast du diesmal gekauft? Sehr gut. Irgendwas hier drin gelassen? Nee. Na, Andrew! Ah, weg ist er. Unglaublich. Den werde ich das nächste Mal darauf ansprechen, wenn er wieder da ist. Okay, jetzt einmal kurz, bevor wir wieder Feierabend machen. Das ist halt so, wenn man selbstständig ist. Ach, guck mal, ach, du grüne Neune. Ich habe ja sogar zwei Stapel von den Dingern. Einmal wieder auffüllen. Und das gute Fliederkleid. Da. Dann brauchen wir drei Viertelhosen sind alle. Oh nein, oh nein. Okay, wir brauchen drei Viertelhosen und wir brauchen das lila Kleid. Na, da haben wir noch ein bisschen was. Drei Viertelhose, vielleicht das rote Hemd und ja, Minirock. Können wir nochmal bestellen. Was ist mit der Jacke? Haben wir noch welche? Also, Minirock, Hose und Holzfällerhemd. Hose. Wo bist du? Da ist die Hose. Okay, 500 Mark. Das heißt, haben wir richtig Geld. Jetzt können wir überlegen, ob wir jetzt hier noch, warum eigentlich nicht? Dann hätten wir, obwohl, dann haben wir nur 1700. Dafür brauchen wir, doch, das kommt, das machen wir jetzt einfach. Ich kaufe das. Das sind ja nur drei Sachen. So, dann haben wir jetzt neue Produkte und zwar diese drei Sachen. Ja, sehr gut. Und dann können wir uns jetzt noch drei davon kaufen. Das ist ja fantastisch. Und haben jetzt noch genug Geld, um, glaube ich, noch mal ein neues Mannequin. Oder sogar zwei. Ja, Mann. So, geil. Und bald sind wir Level 7 und dann können wir selber designen. Da freue ich mich drauf. Okay, hier kommt jetzt einmal eine Kärchen hin. Und so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das sind ja, glaube ich, eher so Sachen für die Frauenabteilung. Wollen wir denn hier so einen kleinen Trenner machen oder wie machen wir das? So. Ey, Mara! Mara, Mara, Mara! Long time no see! Wie geht's dir denn? Die Mara ist da, das freut mich ja. Wir spielen hier den das Shopping Simulator. Clothing Store Simulator. Was gab's denn bei euch? Was habt ihr gemacht? Oh Mist, ich wollte eins anziehen. Shit.
werde bald Designer. Ah, habt ihr wieder das Quiz gemacht? Warte, die Party der Mara. Wow, was habt ihr gemacht? Ihr wart am Quizzen, geil. Na. Upp. So, das packen wir hier drauf. Clothing Store Simulator ist, glaube ich, der richtige Name. So. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir die so anziehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und oh ja, das ist gut. Das ist nämlich eine Hose. Sehr schön. Und die kriegt dieselbe Hose. Oh nein, ich brauche noch einen. Den brauche ich noch. So. Ist das okay oder ist das zu eng? Vielleicht sollten wir das ein bisschen enger zusammenstellen. Hier, guck mal. So, dann haben wir mehr Platz. So. Und so. So. Und dann haben wir doch noch ein. Ah, ne, haben wir nicht. Aber dich machen wir dann hier hin. Beziehungsweise, nee, natürlich nicht. Erstmal kommst du dann so dahin. Ja. Und das ist ungefähr so. Ja, das ist doch Hammer. Okay, dann warte, das ist die Hose, die kommt da rein. Die wird wahrscheinlich richtig weggekauft. Ah, das ist hier diese Dreiviertelhose. Die lagern wir hier. War eins davon nicht ein Männermodell, was? Ja, das Männermodell steht da hinten. Und okay, das sind die Röcke. Okay. So, was habe ich jetzt vergessen? Ich wollte noch eine Hose anziehen oder in den Oberteil. Jetzt kriege ich aber leider. Kann ich jetzt dieses blaue Ding, wollte ich da noch snacken? Wieso geht das nicht? Nimm das Kleid. So geht das. Geil. So, sie kriegt das. Nein, das ist ja das Gleiche. Das ist exakt das Gleiche. Falsch. Das hier. Warum geht das nicht? Es ist ein Männerteil. Okay, ihr habt völlig recht. Das ist ein Männerteil. Aber das ist ja egal, weil das steht dann ja hier. Das ist ja okay. Wir könnten noch ein Männermannequin dazu packen, aber das passt schon. Das ist okay. Oder wir packen das. Pass auf, wir machen das anders. Das kommt hier hin. Und das hier. Rücken wir dann so als Trenner dahin, so. Ja, so ist auch gut. Das ist eigentlich auch schon besser, wenn die Sachen dann auch, das muss eigentlich auch dann direkt daneben stehen. Ja, also da, oh warte, die sollte noch ein Oberteil anhaben. Wie wär's denn damit? Das, sowas haben wir noch nicht. Ja, das sieht doch auch klasse aus. Das sieht doch gut aus. Ja, Leute, ich glaube, das wird ein erfolgreicher Tag. Müssen wir erstmal abrechnen. So. Boah, ja, freue ich mich richtig drauf. Jetzt wird es richtig einen Ansturm geben. Hallo, ich bin richtig stolz. Du bist ja die Erste heute. Was kaufst du dir denn? Ziehst du eh nie an. Kommt jeden Tag, kauft irgendwas, zieht es nie an. Direkt zur Kasse. Okay, ein Teil jetzt oder was? Na gut. Hallo Hubert, wir haben hier ganz neuen Scheiß für dich. Wir haben, also was dir richtig gut stehen würde, wäre genau dieses Hemd. Nimm ruhig ein paar mehr mit. Ja, so ruhig 3 oder 4. Und was ich dir dazu empfehlen kann, ist dieses Top. Ne, okay.
Einfach mal anprobieren. Ja, zieh die einfach an, hast du drei Größen mitgenommen. Ja, so mache ich das auch immer. Wenn man nicht weiß, welche Größe man hat mit 38 Jahren, dann am besten drei verschiedene Größen mit reinnehmen. Die fallen ja auch immer unterschiedlich aus. Warte mal, eins hast du doch drin gelassen. Das hast, ich wusste, du hast doch drei genommen. Kann man nur so unhöflich sein. Bring's doch auch wieder zurück. So, auch hier bitte nochmal der Hinweis, Klamotten, die sie nicht kaufen wollen, bitte wieder aufhängen, okay? So, muss auch reichen. Höflicher kann man danach nicht fragen. Oh, die Preise habe ich noch nicht angepasst, das stimmt. Wobei die, glaube ich, ich weiß gar nicht, automatisch. So. Oh. Okay. Irgendwo. Nö, alles sieht gut aus. Oh, Hammer. Für 200 Mark. Das sind mir die Liebsten, die so richtig Geld hier lassen. So, ich glaube, ab Stufe 7 können wir selber designen. Ich gucke nochmal eben nach. Design Workshop Stufe 7. Ab Stufe 7. Ich bin sehr gespannt. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Hoffentlich schaffen wir es heute noch. Wenn nicht, dann machen wir noch einen Tag länger. So, da füllen wir mal ein bisschen auf in der Zeit. Was haben wir hier? Oh, diese neuen Hemden. Was darf es sein? Ja, ich gucke direkt nach, ob die unhöflich war. Nö. Jens Rodelberg. Gute Wahl, werden Sie nicht bereuen. So, da hinten die weißen Hemden, ach, die habe ich gar nicht mehr. Muss ich nachbestellen. Ich brauche noch ein Kassenprodukt. Ach so, du meinst sowas wie Socken oder so, wo man denkt, oh ja, kann ich auch mal wieder gebrauchen. Das stimmt. Andi, was geht ab? Hallo Andi. Andi, ihr kommt genau richtig. Wir spielen Clothing Store Simulator. Der neue Smash-Hit am Horizont der Simulatoren. Und du, ihr hättet vermutlich jetzt auf den ersten Blick nicht gedacht, dass es ein Simulator ist, weil die Grafik so realistisch ist. Aber das ist tatsächlich in-game hier. Und ich habe einen Laden. Guck mal, Leute. Und ich mache richtig Reibach. Ich verkaufe nur Designerware. Und ich habe auch nur Designerkunden. Das ist Maren Schmidt. Das war Marianne Brölski. Das ist Ribelier. Da kommt jeden Tag. Ribelier kauft hier jeden Tag. Der zieht alles nur einmal an und schmeißt es dann weg. Deswegen muss der jeden Tag sich was Neues kaufen. Und der mag auch diesen industriellen Geruch an Klamotten. Der wäscht die auch nicht. Der will das immer direkt von der Stange anziehen. So, wir haben jetzt 9. Ich würde auch gerne irgendwann Feierabend machen. Sie können gerne noch ein bisschen was jetzt nehmen, aber dann auch gerne nicht mehr in die Umkleidekabine. Ich verkaufe Ihnen das noch und denken Sie immer dran, ich habe auch Familie und möchte auch nach Hause kommen. Dankeschön. So, jetzt haben wir, ich bin immer noch nicht Stufe 7, das ist schade. Aber wir sehen, wir müssen ein bisschen was nachkaufen. Wir füllen erstmal auf. Wo ist das orangene Top? 1 haben wir noch. So, das heißt, wir brauchen das orangene Top. Wir brauchen, ja, das lila Ding, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was von. In jedem Fall brauchen wir diese, ah ne, warte, eine Dreiviertelhose haben wir doch noch ein bisschen, oder? Ja. Die haben wir noch. Und wie sieht's aus? Hier, die neue Hose, das brauchen wir auf jeden Fall. Wer wurde beklaut? Oh! Jemand hat schon wieder vom Mannequin entwendet. Das gibt's doch nicht. Wie kann man so pervers sein? Ich verstehe das nicht. Unfassbar. So, wir brauchen jetzt von den ganzen neuen Sachen, können wir jeweils schon mal eine Marge bestellen. Also Hose, Dreiviertelhose,
Eigentlich können wir von allem einmal bestellen. Was wir haben, haben wir. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Komm, ich bestelle einfach von allem. So, 9 Sachen. Wie viel sind das insgesamt? 10, ne? Was habe ich vergessen? Aber jetzt guck, wer schafft es als erstes zu erkennen, was ich vergessen habe? Ich weiß was. Ich habe es sofort gesehen. Ich habe gewonnen. 10 Produkte haben wir. Also 10 verschiedene Sachen. Kaufen. Und jetzt müssen wir das wieder selber reinschleppen. Da brauchen wir dringend... Oh, was jetzt? Man kann ja auch mehr... Warte mal. Okay. Ich dachte, man kann mehr... Welche Hose ist das jetzt? Ist das die neue Hose? Okay, das ist ja komplett blöd, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. So. Hallo? Och, Herrschaften. Mensch, so kann man doch gar nicht sortieren. Was soll denn das? Unfassbar. Okay, von diesem Rock haben wir jetzt wirklich genug. Leider habe ich davon noch eine Marge bestellt. Ich meine, irgendwann muss man sie nachbestellen, aber das war jetzt natürlich vielleicht ein bisschen zu viel. Warte, ist das die überhaupt? Nee, das ist die gar nicht. Das ist die. Boah. So. Ach ja, okay. Dann haben wir das. Kann ich hier wieder nicht hinlegen? Warum? Was ist das für ein Quatsch? Dann nehmen wir uns das hier. Das gute Karohemd. Du kommst. Okay, davon haben wir auch noch sehr viele. Den werden wir immer hier im Angebot haben. Da. Okay. Ich nehme immer nur ein Produkt, weil man kann ja offensichtlich mehr nehmen als das, aber das verwirrt mich jetzt. Wir machen das so. Das gute, gute Cocktailkleid kommt dahin. Okay, das ist jetzt schon eine Menge Arbeit. Je mehr man im Angebot hat, desto mehr muss man auch arbeiten. Warum geht das nicht? Warum? Och, komm. Och, Leute. Warte, warte. Ja, gerade war was grün. Okay. Okay. Oh. Okay. Ja. Das gibt's doch nicht. Man kann leider noch kein Lager bauen. Dann halt so. So. Das prächtige Hemd. Das packen wir. Ja, das geht jetzt hier. Ich verstehe das nicht. Was, ich weiß nicht, was das soll. Jetzt steht mir das hier im Weg rum. Steht komplett im Weg. Okay, das dauert länger, als ich das will, das Auffüllen jetzt. Es wird langsam kompliziert. Und haben wir davon irgendwas noch? Nö, ne? Tja, liegt jetzt hier einfach so rum. Ja, wir haben alles aufgefüllt, alle Waren da, wir haben noch 447 Mark. Wir sind noch Stufe 6. Wir beenden den Tag. Und... sind immer noch Stufe 6. Okay, ein letztes Mal öffnen wir, dann sind wir Stufe 7 und dann können wir endlich designen. Orange habe ich 2 Stapel, echt? Oh ja. Das stimmt. So. Okay. Gut. Guten Morgen, Franziska Breuer. Kabine 1 und 2 sind beide frei. Hier noch an dieser Stelle der Hinweis, bitte die Klamotten, die Sie nicht kaufen wollen, bitte einmal wieder zurückhängen. Dankeschön. Silvia, wie jeden Tag, was gibt's heute?
Ein Kleid nur. Dafür muss ich mich doch nicht extra in die Kasse. Naja, ich wollte gerade sagen, kauf doch noch mal ein bisschen mehr. Schauen Sie sich ruhig um, lassen Sie sich Zeit. Nur bitte nehmen Sie nicht die Klamotten von den Mannequins. Sie können sie auch überall finden hier an den... Kleiderhaken. Ja, nehmen Sie ruhig Kabine 1, die ist frei. Die habe ich frisch geputzt. Ribelier, mein alter Freund. Das war's für heute. Ich habe sehr viele Models übrigens auch, die hier einkaufen gehen. Die dann immer auch, wenn die Agenturfotos machen, Headshots oder auf irgendeine andere Art und Weise sich auf Instagram inszenieren wollen, da brauchen die ja immer richtig neue Klamotten. Und die sehen ja auch nach einmal Waschen einfach nicht mehr gut aus, seien wir doch ehrlich. So wie die hier hängen, voller Chemikalien, sind die richtig schön fest und glatt und keine Falten, keine Farben, die verblassen, nichts, was irgendwie einläuft. Und deswegen kaufen sich viele professionelle Models bei mir immer einmal Klamotten und schmeißen sie dann weg. Und der schnüffelt zum Beispiel auch immer dran, weil er mit seiner Nase genau herausfinden kann, was da für Chemikalien verwendet wurden, und er kauft die dann nur, wenn das die richtigen sind. So, sieht er wieder einen Tag lang gut aus. Kabine 1 ist frei. Oh, ist der neu? Nee. Aber er ist definitiv auch ein Model. Alles klar. Alles klar. Der Rubel rollt. Wir sind Stufe 7. Yes, das heißt, ab jetzt können wir Design. Special Design. Oh, das machen wir gleich. Oh, erstmal abkassieren. So, wenn wir gleich den Laden zugemacht haben, machen wir das Special Design. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. It's Design Time. Genau. Warte. Die Hose legen wir mal nach. Was fehlt noch? Oh, die 7/8 Hose. Okay. Sehr schön. Wir können aber jetzt noch nicht anfangen mit dem Design, weil zu viele Kunden im Lager darauf warten, bedient zu werden. Wie sieht es hier aus? Ja, das war so klar. Achtlos weggeschmissen. Da auch. Ich drehe durch. Kann auch mehrere Sachen auf einmal aufnehmen, ja. Dann zack. Und das ist die 7/8 Hose. So. Nochmal der Hinweis, weil das gerade eben wieder schiefgegangen ist. Bitte hängen Sie die Klamotten eigenständig wieder auf, die Sie nicht kaufen. Dankeschön. So. Sehr gut, nochmal ein gutes Geschäft. Jetzt sind alle raus. Yes. Okay, jetzt machen wir diese Designgeschichte. Wie geht das jetzt? Design bearbeiten. Oh, okay, geil. Das ist ja großartig. Okay. Dann machen wir doch mal jetzt was Schönes. So. Das wird ein absoluter Verkaufsschlager werden, auf den wir uns sehr, sehr freuen. So. So. La 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 la. Guckt euch das mal an, wenn das nicht
ein absoluter Hammer ist. Ich glaube, das wird sich richtig gut verkaufen. So. Was gibt's noch? Orange, ne? Wo bist du? Hallo? Nee, Orange. So? Nee, das ist doch rot. Das ist immer noch rot. Das ist doch Quatsch. Warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das ist orange. Dö. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier kein absoluter Vollerfolg wird. Was haben wir denn noch? Was gibt es denn noch für Farben? So, also ich würde das, ey, ganz ehrlich, wie viel kann man dafür nehmen? 4.000, 5.000 Euro? Also, oder? Macht man noch nichts mit verkehrt. Was gibt es hier noch? Aufkleber? Okay. Oh, man kann auch was draufschreiben. Oh! Okay. Wir schreiben da jetzt auch noch was drauf. Das ist ja fantastisch. Dann Schriftgröße. Farbe. Alles klar. Sind zu groß. Lebt dein Leben. Das ist ja richtig geil. Das macht mir Spaß. Lebt dein Leben. Leute, lebt dein Leben. Nee, aber das machen wir später. Ich wollte nur mal gucken, was alles geht. Man kann sogar Sachen importieren. Okay, jetzt beginnt der Spaß. Jetzt beginnt der Spaß. Jetzt beginnt der Spaß. Dann machen wir es mal so. Ach so, kann man die Farben hier nicht ändern? Ah, kann man nicht ändern. Das ist das Allerbeste an dem ganzen Spiel. So. Ja, warte mal, man liest ja von links nach rechts und von oben nach unten. Also, ja, das passt schon. RKTBNS ist. Okay, geil. Gekauft. Dann haben wir doch jetzt, oder? Ist doch jetzt im Angebot, oder wie ist das? Für 200 Mark Produkte. Aber wo ist es denn jetzt? Da. In den Warenkorb legen. Kann die auch ein neues machen dann? Ah ja. Weiß. Farbe. So. Warum darf ich jetzt nicht? Hallo? Ah, okay. So, alles klar. Dann machen wir das aber in Rot.
Okay, das ist cool. Und dann. Ach, kann ich auch frei malen? Nee, ne? Ah, ich kann nicht frei malen. Oder warte mal. Kann ich frei malen? Ah, doch, ich kann doch, das geht. So, warte. Das geht, man kann frei malen. Weiß. Weiß. Weiß, 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 weiß. Was ist los? Das ist doch kein Weiß. Ist kein wirkliches Weiß. So. So, machen wir da noch einen Mund? Machen wir da noch einen Mund drauf? Oder nur die Augen? Kann man auch. Achso, geht auch. Doch, geht auch rückgängig machen, geht auch. Naja, warte. Finden wir das so gut? Nee, warte. Nee, 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 nee. Das ist schon lustig, mir gefällt das sehr gut. Aber ich glaube, ohne Mund ist besser, oder? Was meint ihr? Ah, das darf ich. Nein. Warte, jetzt können wir. Oh, noch so ein. So. Naja, das ist doch okay. So, und dann können wir noch, was machen wir noch? Schreiben. Leb dein Leben. RBTV. RBTV. Oh, der Pferdeschwanz ist da jetzt natürlich im Weg. RBTV. Since, oh Gott, wann denn eigentlich? Wann haben wir angefangen? Der Sender war 2015, so richtig, ne? RBTV. Was? Oh Gott, man sieht das nicht wegen des. Ich mache ab Verdacht. So kann man das ja schon mal releasen jetzt. Geil. Und dann hier, geh mal direkt in den. Na, no, warte mal, warte mal, was ist jetzt los? Was ist das denn? Wie jetzt? Ey! Was ist hier gerade? Erstmal herzlichen Dank an Nerdy. Was ist hier gerade das Problem? Warte.
Ich weiß nicht, ob ich das hier ist nicht auf Lager. Ich kann nur ein eigenes Design haben, ne? Das kann natürlich echt sein. Ich guck mal eben. Ach so, ich hätte natürlich jetzt auch noch mal zwei Shelves. Okay. Okay. So, das gucken wir jetzt noch mal an. Oh, jetzt sieht das so aus. Ah, okay. Ah. Ah, okay. Och, guck mal. Aber dass man nur eins haben kann, finde ich ja doof. Ich habe ja auch dafür bezahlt. Das finde ich jetzt nicht so nice. Gut. Dann müssen wir uns dann damit begnügen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Hammermotiv, was sich, deswegen habe ich auch zwei gemacht, das wird sich verkaufen ohne Ende. Okay, und ich finde, dieser Zeitpunkt, das war ja so das, was ich erreichen wollte, nochmal eine eigene Kollektion auf den Markt bringen. Damit beenden wir Folge 1 von Clothing Store Simulator, habe ich das gerade richtig in Erinnerung gehabt? Ja, schreibt mir mal gern, ob ihr das weitersehen wollt oder ob das, wie verhält sich das für euch im Verhältnis zum Supermarkt-Simulator? Findet ihr das einen billigen Abklatsch oder wollt ihr mehr davon sehen? Schreibt mir das gerne in den Comments-Bereich. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und immer, immer, immer dran denken. Wenn ihr Sachen in der Umkleidekabine anprobiert und nicht kauft, hängt sie zurück. Tut das bitte. Seid ein guter Mensch. Tschüss, Leute.